Demografischer Wandel, Wertewandel, geänderte sozioökonomische und gesetzliche Rahmenbedingungen sowie Fortschritte in Wissenschaft und Medizintechnik und vieles andere mehr verändern auf den verschiedenen Ebenen das Gesundheitswesen in seiner Gesamtheit und im Besonderen die Anforderungen an die Angehörigen der Gesundheitsberufe. Die Angehörigen der Gesundheitsberufe stehen vor Herausforderungen hinsichtlich ihrer Qualifikationen und Kompetenzen. Eine Weiterentwicklung der derzeitigen Qualifikationswege und Kompetenzprofile dieser Berufe auf der Basis gesicherter Forschungsergebnisse erscheint unerlässlich, um die bereits eingetretenen und die weiter zu erwartenden Herausforderungen hinreichend bewältigen zu können. Im Fokus der aktuellen Diskussion um die Weiterentwicklung der Gesundheitsberufe stehen etwa Fragen nach dem Grad ihrer Generalisierung und Differenzierung. Hinzu kommen Fragen zur Schaffung akademischer Strukturen für die Aus- und Weiterbildung. Dabei bauen die aktuellen Diskussionen auf wenig gesichertem Wissen auf. Und nicht nur die Diskussion, sondern eben auch die bereits beschrittenen Veränderungen. Im Moment scheint alles möglich bei den Gesundheitsberufen, sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Die Frage ist aber, was sinnvoll ist. Diese Frage lässt sich nicht allein aus berufsständischer Sicht beantworten. Die Berufe sind in ihrer historischen Entwicklung und im Kontext des hiesigen Gesundheits- und Berufsbildungssystems sowie mit reflektiertem Blick auf andere Systeme zu betrachten und weiterzuentwickeln. Anders als in den meisten anderen europäischen Ländern werden die Abschlüsse in den Gesundheitsberufen in Deutschland bisher fast ausschließlich im sekundären Bildungssektor erworben und nicht an Hochschulen. In unserer Studie wagten wir aber die These, dass man von der Verortung der Ausbildung allein nicht unbedingt auf die Qualifikationen und Kompetenzen der Absolventen schließen kann. Hier ist eine systematisch vergleichende Forschung angezeigt zwischen den unterschiedlichen Systemen europäischer Länder erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen und ihrer Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu untersuchen. Und hier setzt auch die vom BMBF in Auftrag gegebene Studie an, die seit Ende 2009 bis Ende März 2013 am Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, meinem früheren Arbeitgeber, durchgeführt wurde. Ich durfte an dieser Studie vor allen Dingen im Bereich der Pflegeberufe tätig sein und die Studie koordinieren. Dabei erhielten wir als Projektteam Unterstützung von Kollegen des Bundesinstituts für berufliche Bildung. Und bei der Arbeit erhält unser Projektteam auch Unterstützung von einem Beirat aus nationalen Experten. Diese Experten fungierten als Beratungsgremium. Sie unterstützten mit Informationen, aber eben auch mit Kontakten zu anderen Experten, zu Gremien, Verbänden, diversen Ministerien, sowohl in Deutschland als auch in den Vergleichsländern. Dem Beirat sei gedankt, insbesondere vor allen Dingen auch Herrn Dr. Karl Kelple. Ziel der Gesine-Studie sollte es sein, einen Beitrag zur fachlichen Fundierung der aktuellen Diskussion über die Weiterentwicklung und Neuordnung der Gesundheitsberufsprofile und ihrer Qualifizierungswege in Deutschland im europäischen Kontext zu leisten. Konkret war das Ziel der Studie, Erkenntnisse zu erarbeiten über die Ausbildungs-, Tätigkeits-, Qualifikations- und Kompetenzprofile für 16 Gesundheitsfachberufe in Deutschland und ihrer entsprechenden Berufe in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Österreich. Mit Gesundheitsfachberufen sind prinzipiell jene 17 Berufe, die sogenannten anderen als ärztlichen Heilberufe gemeint, für die die Kompetenz der Regelung ihrer Zulassung und Ausübung nach Artikel 74 beim Bund liegt. In der Gesine-Studie haben wir 16 dieser Gesundheitsfachberufe untersucht. Die veterinärmedizinisch-technische Assistenz, die da auch dazu gehört, die blieb außen vor. Zum Erreichen dieses Ziels der Studie wurden drei Teilziele definiert. Das erste Teilziel bestand in einer grundsätzlichen Bestandsaufnahme der Ausbildungsgänge in den 5 Ländern. Im zweiten Teilziel ging es darum, 3 Berufe, und zwar die medizinisch-technische Radiologieassistenz, die Physiotherapie und die Gesundheits- und Krankenpflege, ein bisschen näher zu betrachten. Da ging es darum, sowohl die Ausbildungs- und Kompetenzprofile anzuschauen, aber eben auch die konkreten Qualifikationsanforderungen, Arbeitsaufgaben, die interdisziplinäre Zusammenarbeit dieser Berufe und diverse andere Aspekte.
Und im Arbeitspaket 3 bedurfte es schließlich einer Darstellung zentraler Aspekte der Gesundheitssysteme und der darauf bezogenen Systeme beruflicher Bildung, um die unter den Teilzielen 1 und 2 erarbeiteten Erkenntnisse auch in einen Kontext stellen zu können. Ja, methodisch wurde das Ganze in 3 Arbeitspaketen umgesetzt. In Arbeitspaketen 1 und 3, das heißt der Bestandsaufnahme der Ausbildungsgänge und der Bildungs- und Gesundheitssysteme, wurden synoptische Darstellungen erarbeitet. Dazu wurden mithilfe von erarbeiteten Analyserastern Inhaltsanalysen von gesetzlichen Grundlagen, Verordnungen, Richtlinien, Lehrplänen, anderen Ausbildungsmaterialien, von Statistiken, diversen Studien, grauer Literatur und Ähnlichem vorgenommen. Das Arbeitspaket 2, das heißt die Qualifikationsanalyse für die 3 relevanten Berufe, wurde mit mehreren methodischen Zugängen umgesetzt. Dazu gehörte eine telefonische Befragung von Berufsmigranten. Gemeint sind Personen, die ihre Ausbildung in Deutschland in einem der 3 Berufe gemacht haben und dann zu einem späteren Zeitpunkt oder auch jetzt noch in einem der Vergleichsländer tätig sind. Seltener war der Fall, dass wir Berufsmigranten gefunden haben, deren Ausbildung in einem der Vergleichsländer stattgefunden hat und die jetzt in Deutschland tätig sind. Es fanden Stellenanzeigenanalysen für die 3 Berufe in den 5 Ländern statt, sowie Expertenbefragungen und Hospitationen. Die Expertenbefragungen wurden zum einen als Experten-Online-Delphi-Verfahren umgesetzt und dann bei den Hospitationen direkt in exemplarischen Institutionen vor Ort. Und am Ende stand eine standardisierte Online-Befragung von Berufsangehörigen der 3 Berufe in den 5 Ländern, an der sich mehr als 5000 Berufsangehörige beteiligt haben. Ja, das Ganze galt es dann sinnvoll zu verknüpfen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es bei so einer komparativen Analyse, so einer vergleichenden Gegenüberstellung nicht darum geht, am Ende ein Ergebnis präsentieren zu können, etwa im Sinne einer Rangfolge, welches Gesundheitsberufsbildungssystem der Vergleichsländer nun am besten abschließt. Das würde die Komplexität des Gegenstands der international vergleichenden Forschung, das wäre dem nicht angemessen. So ist es, dass der Gesine-Bericht letztlich viele Facetten aufzeigt und auch widersprüchliche Befunde nebeneinander stehen lässt und sie der aktuellen Diskussion in Deutschland zur Verfügung stellt. Das passiert unter anderem durch eine Veröffentlichung der Ergebnisse in der Reihe der Bildungsberichterstattung des Bundes beim Bertelsmann Verlag im ersten Quartal 2014. Und daraus möchte ich Ihnen nun einige Ergebnisse vorstellen, wobei sich die Ergebnisse nicht entlang der Arbeitspakete aufgedröselt finden, sondern es wird eine Darstellung zentraler Ergebnisse gewählt, die berufsübergreifend ist, entlang zentraler Diskussionspunkte, die uns in Deutschland berühren. Zunächst ist festzuhalten, dass die Gesundheitsberufe sich als stark differenziert und unübersichtlich darstellen. Vielfach überschneiden sich die Qualifikationsprofile und Aufgabenspektren. Zudem findet sich eine immer weiter zunehmende Differenzierung der Qualifikationsprofile, das sowohl horizontal wie auch vertikal. Das gilt für Deutschland, das gilt aber auch für die Vergleichsländer. Und dabei finden sich insbesondere in Großbritannien und in den Niederlanden besonders aufgefächerte Aus- und Weiterbildungsberufsprofile. Anders als in den Vergleichsländern, wo die Aus- und Weiterbildung aber weitgehend in den regulären Bildungsstrukturen verortet sind, stellen sie in Deutschland Ausbildungen der besonderen Art dar und nehmen damit eine Sonderstellung innerhalb des Systems der beruflichen Bildung ein. Das hat, das wissen wir, da brauchen wir keine Gesine-Studie, problematische Auswirkungen, etwa auf ihre Finanzierung, auf die Lehrerbildung, auf die Qualitätssicherung der Ausbildung, auf ihre Weiterbildung und Weiterentwicklung und letztlich auch auf die Berufsausübung. Schauen wir bei unseren Gesundheitsfachberufen, die wir untersucht haben, nach den Pendants in den anderen Ländern, so ist festzustellen, dass es für die meisten der untersuchten Berufe tatsächlich auch entsprechende Ausbildungsberufsprofile gibt, manchmal einen, manchmal aber auch mehrere. Insbesondere für die medizinisch-technische Radiologieassistenz gibt es in den Vergleichsländern 2 oder 3 Ausbildungsgänge, die zu diesem Berufsziel führen, allerdings dann enger im einzelnen Profil geknüpft.
Oder am Beispiel der Gesundheits- und Krankenpflege in den Niederlanden, dass es zwei Abschlüsse auf der Ebene von Pflegefachpersonen gibt, einmal im sekundären Bildungssektor und einmal im tertiären. Für einige Berufsprofile gibt es auch keine Entsprechung in allen Ländern. Dort ist es so, dass andere Berufe die Aufgaben mit übernehmen. Und für die Rettungsassistenz bzw. ab 2014 für die Notfallsanitäter ist festzuhalten, und dies gilt auch für die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, dass es keine Ausbildungsabschlüsse in allen Ländern gibt, sondern dass die Qualifizierung hier erst auf Weiterqualifizierungsniveau stattfindet. Bezogen auf mindestens einjährige Helfer- und Assistenzausbildungen für die untersuchten Berufe ist festzuhalten, dass es vor allem in Großbritannien für fast alle dieser Berufe entsprechende Assistenzqualifizierungen gibt. Eine andere Ausnahme bildet Frankreich. Hier gibt es nur für wenige dieser Berufe Assistenzqualifizierungen, aber die sind auf staatlicher Ebene reguliert. Sie sind mindestens zweijährig. Die Berufsangehörigen sind zur Fortbildung verpflichtet und unterliegen der Registrierungspflicht. Ganz anders also als in Deutschland. Wenn man sich die Ausbildungssysteme anschaut, dann ist festzuhalten, dass sie in den Vergleichsländern hinsichtlich ihrer strukturellen, organisatorischen und soziokulturellen Merkmale durch Traditionsvielfalt geprägt sind. Unterschiede bestehen unter anderem darin, welche Bedeutung beruflicher Bildung und dabei dem Konzept Ausbildungsberuf zugeschrieben wird. So wird die Berufsausbildung in Deutschland und auch in Österreich deutlicher als etwa in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden als in besonderer Weise sowohl den konkreten Anforderungen des Arbeitsmarktes als auch breiteren gesellschaftlichen und persönlichen Entwicklungszielen verstanden. In Deutschland ist der berufspädagogische und bildungspolitische Kurs dahingehend abgestellt, zugleich auf die Beibehaltung und Weiterentwicklung des deutschen Ausbildungsberufssystems im sekundären Sektor zu fokussieren. Erklärtes Ziel ist eine moderne Beruflichkeit mit flexiblen Berufsbildern, die berufliche Handlungsfähigkeit und Kompetenz sowie Beschäftigungsfähigkeit gleichermaßen vereint. Im Ländervergleich stellt sich das deutsche Berufsbildungssystem überwiegend im sekundären Sektor, ähnlich wie in Österreich, als ein breit streuendes und auf das mittlere und untere Qualifikationsniveau ausgerichtete System dar. Das sieht man daran, dass der Anteil der Abschlüsse, die im sekundären Sektor erworben wird, höher liegt, wie etwa in Frankreich, in Großbritannien und in den Niederlanden. Dieses deutsche System hat Stärken. Die liegen darin, der überwiegenden Mehrheit junger Menschen eine qualifizierte Ausbildung und Beschäftigungschancen zu eröffnen. Anders stellt sich hier die Situation insbesondere in Frankreich und Großbritannien dar. Abzulesen etwa als ein Indikator an einer relativ hohen Jugendarbeitslosigkeit. Dieses deutsche System hat aber auch Schwächen. So weist das Hochschulsystem in Deutschland wiederum ähnlich wie in Österreich als Besonderheit auf, dass sich hier das nicht-akademische Bildungssystem und die Bildung im Hochschulsektor bislang durch eine deutliche Trennung auszeichnen. Die Folge ist eine geringe Durchlässigkeit für die Mehrheit junger Erwachsener, die in nicht-akademischen Strukturen qualifiziert werden. Diese Situation der strikten Trennung und geringen Durchlässigkeit gibt es in der Ausprägung etwa in Großbritannien und den Niederlanden nicht. Obwohl ein Vergleich der Zugangsvoraussetzungen zu den Ausbildungen zwischen den Ländern nicht allein quantitativ nach Schulausbildungsdauer und Abschlusstiteln vorgenommen werden kann, so ist dennoch auf den erkennbaren Unterschied zu verweisen, dass in Frankreich und Großbritannien, in den Niederlanden und inzwischen auch in Österreich im Gegensatz zu Deutschland für die Aufnahme einer Ausbildung in der überwiegenden Zahl der analysierten Gesundheitsfachberufe eine Hochschulzugangsberechtigung vorausgesetzt wird. In Deutschland hingegen genügen in der Regel eine erfolgreich abgeschlossene 10-jährige Schulbildung oder ein Hauptschulabschluss in Kombination mit einer mindestens 2-jährigen Berufsausbildung. Und die Haltung der deutschen Politik dazu hat man kürzlich erkannt,
oder wurde einem kürzlich nochmal ziemlich deutlich vor Augen geführt bei der vor wenigen Wochen in Kraft getretenen aktualisierten EU-Richtlinie 2005/36/EG zur gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen. Der Modernisierungsentwurf vom Dezember 2011 sah vor, die Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege von 10 Schuljahren auf 12 Schuljahre zu erhöhen. Im Januar diesen Jahres, also 2013, wurde dann aber ein heiß diskutierter Kompromiss geschlossen. Der war zustande gekommen durch die deutsche Bundesregierung, die eine Sperrminorität im EU-Parlament mobilisiert hatte. Und die Folge ist, dass Deutschland weiter an einer Ausbildung auf der Ebene von Pflegefachpersonen mit einer Voraussetzung von 10 allgemeinbildenden Schuljahren dabei bleiben kann. Wir dürfen aber festhalten, in 24 von 27 EU-Staaten ist jetzt schon eine mindestens 12-jährige Schulpflicht notwendig. Noch die anderen beiden Länder Österreich und Luxemburg, in denen das bis dato nicht zutraf, haben sich für einen anderen Weg entschieden. Ja, die Ausbildungsdauer, dazu keine Folie, die variiert in den einzelnen Berufen zwischen den Vergleichsländern zum Teil deutlich. Für die Hebammen liegt die Spanne zum Beispiel zwischen 3 Jahren in Deutschland und Österreich, über 3 bis 4 Jahre in Großbritannien, 4 Jahre in den Niederlanden und 5 Jahre in Frankreich mit dem Abschluss auf Masterebene. Ohne das aber eindeutig festzuhalten wäre, dass eine verlängerte Ausbildungsdauer mit mehr Kompetenzen am Ausbildungsende verbunden wäre. In Deutschland führen seit wenigen Jahren eine Reihe von primär qualifizierenden Modellstudiengängen in den Pflegeberufen, der Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie und in der Hebammenkunde zu einem staatlich anerkannten Berufsabschluss und zum ersten akademischen Grad des Bachelorabschlusses. Dieser ist in Großbritannien und den Niederlanden für die überwiegende Zahl der hier untersuchten Berufe seit mehreren Jahren die Regel. Auch in Frankreich setzte 2008 eine Umstellung auf berufszulassende Bachelor-Studiengänge ein. Und das eben nicht wie in Deutschland für wenige Berufe, sondern für die gesamte Spannbreite der untersuchten Berufe. Und auch in Österreich wird inzwischen ebenfalls in einem deutlichen Anteil der Ausbildungsgänge ein solcher Abschluss erworben. Entsprechend ist es dann auch so, dass die Abschlüsse nach den Stufen des europäischen Qualifikationsrahmens in den Vergleichsländern für die meisten Berufe auf der Stufe 6 angesiedelt sind. In Deutschland, mit Ausnahme der Ausbildung nach den Modellklauseln, überwiegend auf Stufe 4. Aber die Qualifikationsanalyse der Gesine-Studie und auch andere Quellen zeigen, dass es keine eindeutigen Schlüsse von dieser Qualifikationsstufe auf die tatsächlichen Befugnisse und Kompetenzen, die kann man einfach so nicht ziehen. Nicht zuletzt, zur Nutzung von Begabungsressourcen wird eine Optimierung des Gesundheitsberufsbildungssystems gefordert. Gefragt sind Ausbildungsmodelle, die unterschiedliche Qualifikationsstufen sowie horizontale, vertikale, diagonale Durchlässigkeiten und Anschlussmöglichkeiten über Bildungssektoren hinweg gewährleisten. Zentrales Schlagwort in diesem Zusammenhang ist das lebenslange Lernen. Die Umsetzung der Leitvorstellung des lebenslangen Lernens und damit verbundener gestufter Qualifikationskonzepte mit Assistenz-, Bachelor-, Master-, Promotionsabschlüssen ist im Ländervergleich in Großbritannien und in den Niederlanden am weitesten vorangeschritten. Hier bestehen in den meisten Berufen Qualifizierungsmöglichkeiten auf Helfer- bzw. Assistenzniveau und auch unterschiedliche weiterführende Spezialisierungsmöglichkeiten. Diese sind häufig mit zum Teil erheblichen Kompetenz- und Autonomieerweiterungen der Berufsangehörigen verbunden. Prinzipiell müssen wir festhalten, dass es auch in Deutschland für viele Berufe zahlreiche, umfangreiche Weiterqualifizierungsmöglichkeiten gibt. Denken Sie an die Physiotherapie, denken Sie an die Pflege. In Deutschland sind mit dem Absolvieren dieser Weiterqualifizierung jedoch kaum formale Kompetenz- und Verantwortungserweiterungen oder vielleicht sogar finanzielle Verbesserungen verbunden. In Großbritannien, in den Niederlanden, zunehmend in Frankreich stellt sich die Situation anders dar. Ein Indiz
Für die deutliche Umsetzung der Leitvorstellung des lebenslangen Lernens ist zum Beispiel das Qualifikationsstufenkonzept das Stufenkonzept der Qualifikations- und Karriereleiter im britischen nationalen Gesundheitssystem. Hierfür gibt es ein allgemeines Modell, das dann auf die einzelnen Berufe zugeschnitten wurde. Für jede Stufe sieht das Konzept Qualifikationsanforderungen und entsprechend zulässige Aufgaben vor. Zugleich zeigt dieses Stufenkonzept aber auch Perspektiven, Karrierewege auf. Es kann also zugleich auch als ein Personalentwicklungs- und Bindungskonzept verstanden werden. Vor allem im Zusammenhang mit den Handlungsbedarfen zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung der Leistungserbringung im Gesundheitssektor und der Verknappung an ärztlichem Personal, das es in allen 5 Vergleichsländern gibt, kam es in den vergangenen Jahren vor allem wieder in Großbritannien, in den Niederlanden zu markanten Kompetenzerweiterungen auf der Ebene der Weiterqualifizierung und zunehmend auch schon auf der Ebene berufszulassender Abschlüsse. Hier geht es insbesondere um die Übernahme von Aufgaben und Tätigkeiten, die vormals Ärzten zugeordnet waren. Ein Schlagwort in diesem Zusammenhang ist die Leistungserbringung im Direktzugang, die vor allen Dingen für die Therapieberufe zutrifft. Es geht also um den Zugang der Patienten ohne ärztliche Verordnung. Diese findet sich vor allen Dingen in Großbritannien, in den Niederlanden, zunehmend in Frankreich. Eine Ausnahme bildet die Hebammenkunde. Hier ist bei physiologisch verlaufenden Schwangerschaften prinzipiell eine Leistungserbringung ohne ärztliche Überweisung in allen 5 Vergleichsländern möglich. Ein weiterer Schlagwort im Zusammenhang mit der Kompetenzerweiterung sind die Advanced Practitioners, die beispielsweise im Hinblick auf die Diagnostik und Befundung weitergehende Kompetenzen haben, sowie im Zusammenhang mit einer unterschiedlich umfangreichen Verschreibungsbefugnis für Medikamente sowie für Heil- und Hilfsmittel. In Deutschland haben wir einen ersten zaghaften Versuch, der das noch nicht komplett ermöglicht, aber die Grenzen etwas aufweicht. In Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich gilt es für eine ganze Reihe von Berufen. Gesundheitsberufsangehörige, die in interprofessionellen Teams gleichberechtigt, komplementäre und ineinandergreifende Leistungen erbringen, gelten international als Schlüssel zum Erfolg einer Patienten- und ergebnisorientierten Gesundheitsversorgung. Aktuelle Bestrebungen zielen darauf ab, die Kooperation und die Aufgabenteilung innerhalb und zwischen den Gesundheitsberufen zu fördern und neu zu regeln. Diese Entwicklung erfordert von den Berufsangehörigen eine Veränderung ihrer Rollen und Routinen. Damit das gelingt, bedarf es einer Veränderung der Ausbildung und es besteht Bedarf an tragfähigen Praxis- und Organisationsentwicklungskonzepten zur konkreten Ausgestaltung der intra- und interdisziplinären Kooperation. Hier kann man wiederum besonders von Großbritannien und den Niederlanden lernen. Die haben hier Erfahrungsvorsprung und viele Jahre mit Reibungsverlusten hinter sich. Hier gibt es diverse Konzepte, die man anschauen kann. Zugleich ist jedoch auch festzuhalten, dass auch in diesen Ländern weiterhin Handlungsbedarf besteht, die Kooperation der Gesundheitsberufe zu verbessern. Diverse Untersuchungen und auch die Qualifikationsanalysen der Gesine-Studie zeigen da zum Beispiel, dass der Mitarbeitereinsatz sowohl interprofessionell als auch zwischen den Berufen oft nicht qualifikationsadäquat erfolgt, dass Personen ihre Kompetenzen stets überschreiten, aber auch zum Teil nicht ausschöpfen. Wenn man sich nun die Frage stellt, bereiten die derzeitigen Ausbildungen grundsätzlich hinreichend auf die Berufspraxis vor, dann muss man festhalten, dass die Ergebnisse der Analyse der Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen und die vertiefenden Qualifikationsanalysen der 3 Berufe, die wir angeschaut haben, für alle 5 Länder Divergenzen erkennen lassen. Diese zeigen sich zum einen darin, dass die in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen in der Einschätzung der dazu Befragten zum Teil nicht hinreichend den Bedarfen der heutigen und zukünftigen Berufspraxis entsprechen. Besonders deutlich beispielsweise bei der medizinisch-technischen Radiologieassistenz zu erkennen. Zum anderen äußern sich diese Divergenzen aber auch darin, dass die erworbenen Kompetenzen vor allem aufgrund widriger Rahmenbedingungen in der Praxis vielfach nicht genutzt werden können. Festzuhalten ist,
dass sich eine umfangreich erfolgreiche Lösung für die Ausgestaltung der Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen für die Vergleichsländer nicht erkennen lässt. Sowohl für die Ausbildung als auch für die Berufsausübung zeigen sich in jedem Land sowohl positive als auch kritische Aspekte, Vor- und Nachteile, Stärken und Hemmnisse. Ohne dass eine eindeutige Kausalität von Ursache und Wirkung beschreibbar ist, wird für alle untersuchten Länder sichtbar, allerdings in sehr unterschiedlichem Ausmaß, dass der Wandel in den Gesundheitssystemen mit berufsstrukturellen Veränderungen im Gesundheitssektor einhergeht und auf diese auch angewiesen ist. Die vielfältigen Herausforderungen im Gesundheitssektor stellen die Angehörigen der Gesundheitsberufe vor Veränderungen bezüglich ihrer Qualifikation und Kompetenzen und bedürfen einer kohärenten Gesundheitsbildungspolitik. Dieses Erfordernis wird, insbesondere in Deutschland oder den deutschsprachigen Ländern, derzeit aber noch wenig wahrgenommen. Die Gesine-Studie-Ergebnisse bestätigen die eingangs formulierte These, dass eine Weiterentwicklung der derzeitigen Qualifikationswege und Kompetenzprofile der Gesundheitsberufe angezeigt ist. Im Vergleich der hier untersuchten Länder lässt sich dies insbesondere auch für Deutschland, nicht nur für Deutschland, aber auch für Deutschland festhalten. Dabei lassen sich eine Reihe zentraler berufsübergreifender Verbesserungsbedarfe formulieren. Dazu gehört insbesondere die Bearbeitung aktueller berufsrelevanter Lerngegenstände. In Deutschland liegen, anders als insbesondere in Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich, in der überwiegenden Zahl der Gesundheitsfachberufe kaum verbindliche aktuelle Standards zur Berufsausübung sowie Richtlinien oder Lehrpläne vor, die über die allgemein gehaltenen Aussagen zu den Zielen und Inhalten der Ausbildung in den Berufszulassungsgesetzen und den dazugehörigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen hinausgehen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Bundesländer, deren Aufgabe das ist, auf der Basis der Bundesgesetze nähere Regelungen zur inhaltlichen und organisatorischen Gestaltung der Ausbildung zu treffen, diese Aufgabe eben vielfach nicht hinreichend wahrnehmen. Ich muss auch sagen, dass die bundesgesetzlichen Grundlagen für eine ganze Reihe von Gesundheitsberufsausbildungen in Deutschland seit langem nicht grundlegend geändert wurden. So stammt das Ergotherapeutengesetz von 1976, das Gesetz für die Logopäden von 1980 und die Berufszulassungsgesetze zum Beispiel für die Orthoptisten, für die medizinisch-technischen Assistenten in der Medizin, die Diätassistenten und die Physiotherapeuten vom Ende der 1980er Jahre oder aus der ersten Hälfte der 1990er Jahre, ohne dass diese signifikante Aktualisierungen erfahren hätten. Diese Situation findet sich in keinem der anderen Vergleichsländer wieder. Weitere zentrale Verbesserungsbedarfe der Ausbildung in Deutschland, die sich aus den Qualifikationsanalysen ergeben haben, bestehen in einer besseren Vorbereitung auf die Versorgung chronisch kranker, multimorbider, insbesondere hochaltriger Menschen und in einer Abkehr der Ausbildungsinhalte von der dominanten Krankenhausorientierung. Nicht wirklich was Neues, wir wissen es eigentlich. Hinzu kommen Bedarf an einer Vermittlung von Kompetenzen zum wissenschaftlich orientierten Denken und evidenzbasierten Handeln und die Herausbildung von Fähigkeiten zur selbstkritischen Haltung, Selbstreflexion, begründeten Entscheidungsfindung zum prozesshaften Handeln. Die Liste kann erweitert werden. Es braucht eine Anbahnung von Fähigkeiten zur Organisation, Planung, Verteilung und Evaluation von Arbeitsaufgaben und zur Anleitung von Mitarbeitern, die keine Fachpersonen sind. Und wir brauchen eine Stärkung von Kompetenzen zur interprofessionellen Zusammenarbeit. Vielleicht aber auch etwas etwas Positives. Und zwar, die Ergebnisse der Qualifikationsanalyse lassen in den einzelnen Berufen und Ländern zum Teil etwas anders gelagerte Verbesserungsbedarfe der praktischen Ausbildung erkennen. In den Einschätzungen der befragten Berufsmigranten und Experten wurde an der deutschen Ausbildung trotz vieler Kritik an den widrigen Rahmenbedingungen mehrfach der praktische Teil der Ausbildung in der Regel mit viel direktem Patientenkontakt als Stärke hervorgehoben. Diese Form der praktischen Ausbildung scheint den Lernenden überwiegend den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrung zu ermöglichen, die sie benötigen, um am Ausbildungsende beruflich handlungsfähig zu sein.
Deutschland ist hier im Vergleich zu den anderen Ländern also etwas besser. Kommen wir zur These vom Anfang. Allein hieß es da, von der Verortung der Ausbildungen im Bildungssystem kann man nicht auf die Qualifikationen und Kompetenzen der Absolventen schließen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die deutsche Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen nicht pauschal unterbewertet werden sollte. Zugleich deuten die Ergebnisse aber schon auch darauf hin, dass von einer akademischen berufszulassenden Ausbildung in einer Reihe von Aspekten eine Überlegenheit gegenüber der bisherigen Berufsausbildung im sekundären Sektor zu erwarten ist. Das betrifft zum Beispiel die Fähigkeit zur Erschließung und Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnis in die Praxis und zur Umsetzung reflektierter Entscheidungsfindungsprozesse. Ich möchte zu einem Fazit kommen. Alles ist möglich in den Gesundheitsberufen, die Frage ist aber, was sinnvoll ist. Diese Frage lässt sich nicht allein aus berufsständischer Sicht beantworten. Die Berufe sind in ihrer Entwicklung und im Kontext des hiesigen Systems und der anderen Systeme zu betrachten. Die Erkenntnisse der Gesine-Studie bestätigen die Komplexität und zugleich aber auch die enormen Erkenntnischancen der international vergleichenden Berufsbildungsforschung. Wir müssen aber auch sagen, die Gesine-Studie ist nur ein Baustein. Für die Gestaltung zukunftsfähiger Gesundheitsberufsprofile und Ausbildungsprogramme ist eine breite, verlässliche und auf Forschungsergebnis gestützte Informationsbasis unerlässlich. Es bedarf einer bislang nicht stattfindenden, breit angelegten, systematischen Gesundheitsberufsbildungsforschung als einer zentralen Grundlage für evidenzbasierte Entscheidungsfindungsprozesse zur strategischen Planung, Weiterentwicklung und Neuausrichtung der Gesundheitsfachberufe. Evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen, so meine letzte These, sind ein wirksames Mittel gegen den in Bezug auf die Weiterentwicklung der Gesundheitsberufe politisch empfundenen Unwillen und für das Befördern einer zukunftsfähigen, sicheren gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung. Ja.